Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Story Modded Extinction. Und ja, diesmal fangen wir nicht in der Base an, sondern direkt im Gebälk, denn wir haben eine große Liste an Viechern, die ich zähmen möchte. Und die, ja, möchte ich jetzt nicht in irgendwie einer Stunde abarbeiten, weil wir natürlich erstmal die Viecher finden müssen. Eigentlich war ich auch gerade dabei, aber dann hat ein Giga meinen Tame, also nicht meinen Tame, aber den ich gerade am Tame war, gefressen. Jetzt fange ich nochmal von neu an. Wir suchen alles von dem Monster Hunter Mod-Dings. Zumindest das, was halt hier spawnen kann. Wir suchen in einen oder zwei vielleicht High-Level Innustra Ventures, solange noch Tag ist. So einer hier. Nur ein High-Level. Was bist du? Ach so. Wir suchen natürlich Velos. Ich würde eigentlich sagen, am liebsten Tech-Velos, aber solange man noch gar nichts hat, soll man nicht wählerisch sein. Stirbt. Und sonst High-Level. Das Problem ist, Auswahl haben wir normalerweise genug. Nur Level selbst ist da so eine Sache. Was bist du? Level 30. Ja, danke schön. Alle beide sterben, du auch. War du Level 12? Nein. Level 12 kann ich leider so gar nichts anfangen. Du 24. Der Drache ärgert mich jetzt schon. Der wäre 100. Ah, 100, 100. Huch! 168. Und damit schon okay vom Level her. Aber ja, das ist wie es ist. Da sind zwei von denen, die wir suchen. Level 6 und nein. Schade. Gefühlt gibt es ja auch sehr selten High Level. Ja. Ein Velo? Ne. Noch einer von denen? Ne. Sind super zum Metall sammeln. Und ich glaube, deutlich flexibler als ein Anki. Weiß nicht, woher dieses Geräusch stammt, ob das von denen hier ist. Ah, da ist noch ein Velo rechts. Links scheint gar nichts zu sein. Gut. 12, war klar. Sonst nichts hier. Das sind nur Protoceratops, ne? Ja. Schaf? Ne. Dödli. 174! Haben! Hör erstmal die Kanus vielleicht. Und die größere Gefahr hier wegmachen, glaube ich. Stirb, ich habe nur andere Sorgen als dich. Uff. Okay, der hat sich eingeballt. Habe ich auch eingeballt? Will hier was? Pff. Bitch, please. Okay. Das hier wird meine Deckung. Vielleicht auch das. Außer geht jetzt noch 500 Jahre weiter weg. Alter, jetzt komm schon. Komm her, Sacknase. Wow. Greift mich jetzt schon wieder an. Hallo, Kackbratzenvieh, verpiss dich. Wow. Du kannst mich hier gar nicht treffen. Der sich einfach nicht mehr für mich interessiert, weil ich nicht stark genug bin.
getroffen. Hier darunter treffe ich ihn definitiv nicht. Liegt er schon? Nein. Wow! Alter! Die Hitbox von dem Scheißding! Jetzt komm schon! Jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's absolut lächerlich. Ich hab dem jetzt zweimal in den Arsch geschossen. Warum wird das nichts? Na toll. Der kriegt das hin, ne? Gut. Wow! Ja. Gut. So viel dazu. Mich hat zum Glück wiederbeleben. Wo war das? Bam. Nee, da unten war's. Ja, zum Glück kein Problem, da komme ich ja hin. Dumm. Da unten ist es. Der scheiß Drache hat meine ganze Rüstung leider zerballert. So. Wow! Sag mal! Darf ich erstmal meine Leiche bitte nehmen, blödes Vieh? New S? Vielleicht geht er ja den Managama an. Nein, tut er nicht. Das war der Ankylo, toll. Auch den scheiß Ankylo nicht. Kann er mal schlafen? Dankeschön. So. Machen wir mehrere Sachen. Erstmal machen wir die hier weg. So. Leiche vielleicht auch, wenn ich dran komme. Na gut. Das ist Nummer 1. Dann Nummer 2. Wir holen den hier raus. Und und dann werde ich kurz zur Homebase gehen. Meine Kibbel holen, die ich liegen lassen habe. Mein zumindest, ich habe sie liegen gelassen. So. Kibbel haben wir. Untergehungert sein müsste der auch. Aber welche Kibbel waren das jetzt? Ich glaube die. Ja. Und Insta-Tame. Er hat sich da hinten wieder eingekriegt, hoffentlich. Hier würde ich gerne einen wegmachen. Gegen Naimo ersetzen. Das sind alles die Babys, die wir opfern können. Da habe ich noch was. So. Hey Luna, 43 ist okay.
Ah, okay, 37, ich habe gerade 57 gelesen. War gerade etwas verwirrt. Warum ist der wieder so overweighted? Wegen dem, okay. Ja, dann haben wir doch schon mal einen von vielen auf der Liste abgehakt. Schaf würde ich noch nehmen. Hello. Hi. Er sieht cool aus. Wieder angelaufen. Hello. Goodbye. Oh, nee, du interessierst mich mal ausnahmsweise nicht, aber du nicht. Vielleicht? Nö. Nee. Nicht viel Spannendes unterwegs hier gerade. Dinosaurus. Rabbis. Da ist noch ein Velo. Nope. Ah, vielleicht da hinten nochmal gucken. Da sind zwei Velos, sogar ein Tech-Velo, schade. Maler-Velo auch schade. Und noch Velos, so mal Tech. Ne, leider nicht, leider gar nicht. Hier oben noch einer, ja. 24, leider auch nichts. Vielleicht du? Nö. Hier ist auch gar nichts, was irgendwie einen abholen könnte. Ein Velo. 60, alles klar. 108, leider die Zahl nicht vertauscht. Hier ist noch ein Velo. 20, 30. Ah, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir das nächste Mal was haben. Da haben wir doch was. 2 Meter weiter. Und auf einmal finde ich was, natürlich. Aha, stirb. So. Wir können hier drüben ein bisschen rumfighten. Ich mich mal hier so ein bisschen oben platzieren. So. Hoffentlich geht's. Wir schleichen uns jetzt hier an den 204er Drachen ran. Warten jetzt, bis der uns droht. Langsam müssten wir eigentlich... Ja. Dann kriegt der eine Perle von uns. Dann rennen wir weg. Er geht zu der Perle hin, freut sich, kriegt Taming Efficiency. Also, Taming Progress. Stehen. Er freut sich. Vielleicht 2,2% hier. Und das machen wir jetzt so weiter, bis wir 30% haben. Ich weiß nicht, ob man auch direkt wieder hin kann und das immer weiter machen kann. Werden wir gleich sehen. Ich sollte vielleicht ein paar Perlen rausziehen. So. Solange jetzt nicht auch vom Giga angegriffen wird, ist alles gut. Oh, da greift es an, okay. Dann darf man erstmal nicht mehr. Geh los. Oh, okay. Spaß? Ja, hast du. Lass mich los. Oh, das ist schlecht. Komm schon. Was denn? Oh, ich glaube, ich leg mich schlafen. Mal abwarten.
Kannst du mal aufhören? Der ist wieder chill, bringt mir aber leider nichts. Weil Viecher in seiner Gegend sind, die nicht chill sind. Und hoffen, dass der die angreift oder sie ihn. Okay, er greift sie an. Weil der macht eigentlich mehr als genug Schaden, dass er die wegbasht. Beiden. Vielleicht auch nicht, vielleicht interessiert er sich auch gar nicht dafür. Na, angegriffen. Ah, scheiße. Er hat jetzt natürlich genau das Gewips davor. Ob er sich da interessiert, dass ich hier bin. Okay. Bitteschön, guten. Nimmt das? Ja. Jetzt direkt mal wieder hin. Achi? Ja, okay. Schnell verstecken. Anscheinend findet das nicht so geil, wenn man direkt wieder herkommt. Oder kommt er nicht hoch? Dein Ernst, du kommst hier nicht hoch? Geil für mich. Da reinlocken und verbacken könnte, wäre auch geil. Wenn der nicht hochkommt. Ja, Glück. Bis auf die AE-Attacke. Kommt er ja nicht an mich ran dann. Solange er nicht stirbt und ich ihn nicht angreife. Das ist okay für ihn sein. Ist er nicht aggro? Gut. Bitteschön. Guten. Nice. Kann jetzt einfach immer von hier unten, von hier oben hoch anfüttern. Mal ein bisschen hier rüber. An der Seite ein bisschen mehr. Okay, er kommt da gar nicht an. Cool. Solange da unten drum geht, muss ich mir keine Gedanken machen. Und der kommt hoch. Ja, war klar. Ciao. Mauser Render Distance. Oh, da ist noch einer. Level? Ah, hab's auch ein Männchen. Wohnt nicht. 90, 18, 30. Und auch nicht. Gehen wir wieder zurück zu unserem Zipfel. Ist da runtergefallen? Och nö. Giga ist irgendwo. Ja, da raus? Hi. Okay, hab's verstanden. Ciao. So, da wenigstens weg hier. Mal hier runter.
runter. Hier scheint der Giga ja nicht zu sein. Nope. Und Alus da? Das sind Innos. 120, ja. 12, guess not. 80. Mal gucken, ob der sich wieder eingekriegt hat. Was? Ach, uns Grill. Oh, Bibi-Krabbis. Oh, hier sieht nichts gerade böse aus. Lass ich den mal hier stehen. Eigentlich mein Glück, wenn hier gerade nichts böse ist. So. Kommt näher, dann lassen wir ihn mal herkommen. Oh nein. Komm her, Mantis. Komm. So, viel Spaß. Jetzt hör doch auf, da rumzupimmeln. So. Beide mal töten, bevor die immer wieder rauskommen. So, bleib. Neuer Versuch. Okay, hab's verstanden. Was hat er denn jetzt gegen mich? Ist nicht. Ich verstehe nicht, was ich ihm getan habe. Da eigentlich weit genug aus der Distance sein. Bist du dumm? Geh doch nicht in die Höhle! Gefühlt alles in dieser Höhle will einen töten. Warum gehst du da dran? Korrigiere, gefühlt alles in der Höhle will Menschen töten. Noch Aggro. Man hat das Geviecher mit angegriffen. Sein Problem ist, weiß ich trotzdem gerade nicht. Ich gehe jetzt mal komplett raus aus der, der Ecke hier. Oder ist einer von den anderen? Ist er da? 24, nö. Könnt ihr euch gönnen. Nummer 24 ist anscheinend sein Lieblingslevel. Da ist ein Tech-Velo. Nope. 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 Ich bin jetzt erstmal ein paar Minütchen in Ruhe. Der Giga pimmelt hier rum. Da ist noch so einer. Nach 54. Ihr wisst, dass ihr auch in High Level spawnen dürft, ja? In 80 und 18. Eine Null hinter. Schade.
Außenring waren noch so viele Inno-Stravenzia. Wo sind die alle? Da haben die Morellatops jetzt alle getötet. 156, interessant. Oh. Da ist eine Geode. Leute. Was bist du? Tot. 18, 6 und 6. Die ganzen Innos sind weiß auch keiner. Sind alle weg? Vorhin war der Außenbereich voll von denen. Und jetzt, wo ich welche suche, sind natürlich praktisch alle weg. Da ist nämlich einer. Mal gucken. 96 Mate Boost. Und ein Mate da hinten. 6. Und kein Wunder, sterbt der alle. Rot, okay. Der andere von denen? Ja. 12. Verdient. Aber wie sieht's hier aus? Hallo? Da sind nur Innos. Was? Welches Level? Ich hab's nicht gesehen. Ach, 24, okay. Glaube ich irgendwie nicht. Da ist ein High Level dabei. In 20 und 30. Okay, nee, fast nicht. Toll. Naja. Wütende Gans. Jetzt gar nichts mehr da ist. Ich glaube, ich gehe langsam mal zu dem Viech zurück. Bevor der auf dumme Gedanken kommt. 90. Aber wenn die jetzt noch aggro ist, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Weil jetzt war ich ja wohl wirklich außer Ende Reichweite. 12, okay. Was Interessantes? Nö. Oh, da ist ein Inno. 40, okay. Yep, oder roll ich rein, mir egal. Gut. Oh, dem Alo nicht. So. Die Krabbe, alles klar. So. Bitte nicht mehr aggro sein. Sein. Gut. Das finde ich besser. So benimmst du dich brav. Hol dir. Wenn dir.
Sehr gut. Was dann nochmal dazu sagt? Ich glaube, die Imponierdings ist bei 40 ungefähr. Ja, die ist bei 40. Von der Range. So, geh nochmal auf ihn zu. Okay, da findet mein Mana gerade zu nah. Wieder auch einen fast einfach damit ausnockt, ne? Hier der Ducktails, der in die Luft geschossen wurde. Rein nicht mehr da. Wenn ich mal hinten stehen lassen dann. Müsste ja eigentlich noch die komplette. Jetzt komm nicht näher. Okay. Gar nicht unangenehm. Er greift mich aber nicht an. Also er rennt jetzt nicht hinterher und will mich um. Okay, doch will er. Nevermind, will er doch. Ach. Hallo, Tech-Velo. Ah, so schön seid ihr tatsächlich nicht. Schade. Hallo? Ja. Haben wir eigentlich schon mal einen gefunden, der höher als 24 war? Ich werde mal kurz hier mit dem Kollegen das ausmachen, bis er auf 30 ist. Boah, so, wir haben die 30% irgendwie erreicht. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur damit weiter, eben den Scheißdreck auf den Boden zu legen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das, ob der jetzt einfach dann herkommt. Vor ihm droppen? Ich bin mir da unsicher. Irgendwie? Land of the Red Dragon, ja. Cool. Also ich kann es ihm nicht mit E geben. Das heißt, ich muss es ihm weiter droppen, denke ich mal. In der Tat gut. Kann ich direkt noch eins geben? Oder geht er dann weg? Okay. Irgendwie nicht gezählt, ne? Ah doch, jetzt hat es. Alles gut. Okay. Guck mal, möchtest du noch eins? Boah. Das ist, wenn man in die. Wenn man genau in die 40 Meter Distance reingeht, auch wenn der vorher Aggro auf einen war, geht er dann in seine imponierte Distance. So, das klappt. Ist umständlich, aber das klappt. Dann kann man praktisch dem Aggro-Ding entgehen. Willst du das direkt wieder nehmen? Nicht? Oh, ich hab dir das extra hingedroppt. Nimm mal, die sind voll wertvoll. Ich habe nicht mehr so ganz viele davon. Ja, und das mache ich jetzt weiter, bis er 100% erreicht hat. So wie es aussieht, ist das ein 100%-Tame generell. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn der hier unser eigen ist, sollte nichts dazwischen kommen. Oh mein Gott. So. Es ist vollbracht. Wir haben ihn tamed. Bin irgendwie 1000 Mal aus der Reichweite aus Versehen da rausgegangen, aber zum Glück scheint sich der Buff dann immer zu resetten, wenn man wieder in die Präsenz von ihm kommt. Ja, er ist gezähmt. Wir brauchen einen Sattel. Den habe ich natürlich jetzt nicht.
Ja, den da bin ich dabei auf. So. Aber 14.000 Leben kann ganz gut tragen. Und weiß nicht, wie die Stat technisch sind. 55, 55. Ich glaube, der ist relativ durchschnittlich. Aber ja, geil. Wie viel Uhr ist es? 18, das heißt, es wird gerade wieder dunkel. Nostra, Zähm. Macht keinen Sinn mehr. Ich würde sagen, ich tame jetzt noch einen anderen. Falls hier noch ein Weibchen ist, war das ein Männchen? Das war ein Männchen, ne? Ja, das ist ein Männchen. Falls ich hier noch ein Weibchen hier finde. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.